Sie swingen, sie steppen, sie tanzen, den Boogie-Woogie mit voller Leidenschaft. Das Tanzpaar Sabine Baumann und Karl-Heinz Pfeiffer tanzt sich derzeit an die Spitze der Oldie-Klasse. Die beiden Rock'n'Roll-Fans können nicht genug bekommen vom Tanz der 30er Jahre. Sie sind längst keine Hobbysportler mehr. Nachdem sie das erste Mal gemeinsam auf der großen Bühne gestanden haben, haben sie Feuer gefangen. Die bisherige tänzerische Laufbahn im Boogie-Woogie klingt wie ein Märchen, wenn auch etwas verspätet. Wir begannen im April zufällig, sind dann auf die Landesmeisterschaft, um mal zu schauen, wie so ein Turnier von der Tanzfläche aus sich anfühlt, und sind dann gleich mit den Landesmeistertiteln in der Haupt- und Oldie-Klasse zurückgekommen. Nochmal zwei erfolgreiche Turniere getanzt und haben dann die Wildcard bekommen beim vierten Turnier bei der WM letztes Jahr in Stuttgart und sind dort auf Anhieb Zehnter geworden. Für ihre Turniere trainieren die beiden fleißig, mit voller Elan und viel Ehrgeiz. Die Physiotherapeutin Sabine Baumann hat das knallharte Trainingsprogramm zusammengestellt. Alles ist genau durchstrukturiert. Die Sequenzen beim Training sind auf 2 Minuten abgestimmt, um es so den Wettbewerbsbedingungen anzupassen. Sie beginnen mit 36 Takten, ein gemütlicher Einstieg. Gefolgt von 42 Takten, die der Schnelligkeit eines Partytanzes gleichen. 48 Takte sind der Turniereinstieg. Mit 52 Takten tanzen sie das Finale der Oldie-Klasse. Und fürs Training gehen sie sogar über auf 56 Takte, um damit das Tempo des Turniers noch zu überschreiten. Klingt gar nicht so einfach. Für Karl-Heinz Pfeiffer ist es das aber dennoch. Für ihn gibt es nichts Schöneres. Zum einen die Musik und das Boogie-Woogie. Völlig anders ist als die anderen Tanzarten oder Stilrichtungen, denn beim Boogie ist nichts vorgegeben. Der Herr führt, die Dame folgt, sollte zumindest. Und ergibt dann das, dass wenn ein Paar auf das gleiche Lied mehrfach tanzt, immer was anderes dabei rauskommt. Und auch wenn der Erfolg erst jetzt eintritt, die Freude darüber ist umso größer. Im Rock'n'Roll Club aus Friedrichshafen haben die beiden 2008 zueinander gefunden. Sportlich, dynamisch präsent, wie sie sich selbst beschreiben, wollen sie die Konkurrenz beim nächsten Turnier vom Parkett fegen. Das nächste Turnier ist jetzt am 20. August die Europameisterschaft in Stuttgart. Das ist für uns jetzt erstmal das naheliegendste Ziel. Und unser Ziel ist auf jeden Fall, ins Finale zu kommen. Ja, und da auch nicht gerade den letzten zu machen, also im Finale. Laut Karl-Heinz Pfeiffer bedarf es beim Boogie-Woogie nicht viel. Spaß mitbringen, Musik mögen, ein bisschen Arbeit investieren. Für alle, die bei dem Tanz auch einmal auf den Geschmack kommen möchten, hier ein kleiner Crashkurs mit den Grundschritten. Rechts die Dame, zwei aufeinander zu, leicht angedreht, Tipp 3 sind wir hintereinander. Da heißt es jetzt nur noch Daumen drücken und Erfolg wünschen, damit die beiden den Sieg mit an den Bodensee bringen.